So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Bild und Ton sollte da sein. Und dann legen wir gleich los. Kommen wir zunächst gleich mal zum DAX. Der DAX legte jetzt heute hier 120 Punkte drauf, direkt zu Beginn. Ich habe hier am Wochenende ja einen neuen Chart gebastelt, wo auch die Indikationslinien in etwa drin sind. Jetzt schalte ich auch hier um auf die JFD-Indikation. Und da lief jetzt hier heute Nacht oder heute früh, ja, in der Nacht lief er nicht ganz so hoch, lief jetzt heute früh an diese Widerstandslinie hin. Und knapp darüber würde ja hier der dominante Abwärtstrend liegen. Also zwischen, was hier groß, wo liegt der in etwa, ja knapp unter der 10.500 Punkte Marke liegt der dominante Abwärtstrend und hier bei 10.000, bei rund 10.465 der horizontale Widerstand. Große Ausreise habe ich jetzt vorher jetzt nicht gesehen im DAX. Die Bankwerte oder Deutsche Bank dürfte im Plus sein. Und was ja am Wochenende auch, ich schalte nochmal eben auf Xetra-Basis um, was ja wichtig war, ist mal, dass wenn diese Aufwärtstrendlinie hält, darf er sich, ja, beliebig beziehungsweise eben bis an die Widerstandslinie erstmal nach oben bewegen, wo eben jetzt, wenn ich jetzt hier gerade sehe auf Xetra Basis, ist die Linie ein Stück anders, also verschiebt sich halt immer leicht, deswegen ich bleibe eigentlich gerne nur auf Xetra und vergleiche dann immer nur ab und zu auf den anderen Indikationen, wo die Linien sind. Also hier ist er jetzt direkt eben heute an dem heutigen Tag an die Abwärtstrendlinie, hat die schon erreicht mit dem heutigen Hoch vorbörslich und er dürfte eben jetzt auch bei rund 10.450, 460 eben hier öffnen, also direkt an der Linie. Was er dann macht, ja, es ist jetzt im Prinzip eben nicht so Anführungszeichen einfach wie die letzten Wochen, wo es alles sehr glatt lief. Mal schauen, also ein Ausbruch, ja, auf Tagesbasis über 10.500 Punkten wäre natürlich auch nochmal sehr bullisch. Aber ob man es jetzt hier drauf springen soll, ist vielleicht was anderes. Also erstmal auf jeden Fall die Eröffnung abwarten. Hier im alten Chartbild, ja, ist er, wird er eben über der 10.430 eben eröffnen. Und hier liegt dann ja der horizontale Widerstand bei 10.480 Punkten rund. Was man hier beim Silber machen sollte, die untere Position bei 1000 Pips bzw. hier bei 10.30, die untere lief ja hier bei 19.30 rein, die untere den Stopp auf 20.30 exakt hochlegen, hier auf das Tief. Dann kann man diese, ja, diesen Gewinn auf jeden Fall einsacken. Zuletzt war besprochen, dass es maximal eben bis 20 US-Dollar nochmal runtergeht, nachdem der Ausbruch hier vonstatten ging. Das war dann der Fall. Und hier dürfte im Prinzip nochmal ein Hoch fehlen, dann nochmal eine Korrektur, die aber allerdings eben auch nicht mehr unter die 20 US-Dollar fallen sollte. Trotzdem hier erstmal eine Stoppanhebung ist sicherlich sinnvoll. Beim Gold lief er ja hier von der Kaufzone nach oben. Das ist eigentlich im Prinzip ein altes, damals diese Widerstandslinie, das alte Hoch. Ja, da steht er halt jetzt exakt davor. Allerdings war jetzt hier das jetzt natürlich, wenn man hier unten eingestiegen ist, natürlich kein Kaufsignal mehr direkt ist.
Also hier eher auch Rückläufe, ja, in dem Bereich von ja, Rainbow-Unterkante, sich hier etwa bei 1330, 35 nach oben ziehen dann. Da passt es aber, wie gesagt, alles neue Setups gibt es nicht. Erstmal Euro gegenüber Pfund. Da fehlt absolut die Dynamik. Also hier auch, wer eingestiegen ist oder den Einstieg gefunden hat, sollte mit dem Setup, mit der Position nicht mehr ins Minus kommen. Man kann hier gegebenenfalls nochmal ein Stück hochziehen. Also das wären dann eben rund 100 Pips, sage ich jetzt mal, Gewinn. Also da sollte man wirklich nicht mehr keine Verlustposition mehr eingehen. Sonst Volkswagen, wer noch drin ist, ist ein Plus. Hier wird er hier bei 128 etwa eröffnen. Das Euro-Australische Dollar war ja hier das Kursziel erreicht. Das kann man jetzt hier rausnehmen. Da finde ich jetzt absolut im Moment nichts mehr Spannendes in dem Währungspaar. Apple hat hier ein Kursziel erreicht. Hier dürfte eher auch erstmal eine Konsolidierung anstehen, vielleicht ein kleiner Rücklauf und dann nochmal vielleicht im Anschluss dann auf die 108 gehen. Die Heidelberg Zement, ja, habe ich ja gesagt, sollte jeder jetzt selber noch das Setup dann weiter begutachten bzw. ausführen. Hier den, das ist jetzt hier ein neues Setup, was eben auf dem Godmode Trader schon veröffentlicht worden war. Das ist eher ein sehr kleiner spekulativer Wert, das ist die Rocket Internet AG. Da hat sich eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet, zudem hier noch ein, ja, wenn man hier den Trendkanal nimmt, auch ein Doppeltief. Im Prinzip kann man hier den Stopp theoretisch schon noch enger hinsetzen. Also jeder Tagesschlusskurs unter 17,20 wäre jetzt hier komplett wieder negativ und nach oben, ja, kann man auch dieses hochnehmen oder eben auch einen direkten Einstieg. Also hier sollte eben eine spekulative Bodenbildung eben dann abgeschlossen sein, ja, Bodenbildungsformation. Klar, man handelt auch gegen den Trend, aber das war ja auch im Prinzip die Prämisse, was ich am Wochenende gesagt habe. Jetzt werden jetzt nicht bei den Aktien speziell eher nach oben, eher Shorts gesucht, aber allerdings eben durch den bullischen Auftakt natürlich noch keine gefunden. Also komplett antizyklisch bei Ausbrüchen auf Mehrjahreshoch ist natürlich nicht ja, intelligent, nicht ratsam. Allerdings eben dann, wenn auf Stundenbasis was kommt, in meinen Augen darf man das dann handeln. Zu den asiatischen Märkten noch der Hang Seng konnte sich hier wieder abstoßen, ist kein Schlusskurs oder auch kein Kurs unter der 21.750. Hat nicht stattgefunden, um jetzt hier in das neue Kauflimit rein zu tauchen, sondern wenn man hier wieder stößt er sich hier am Kopf oder am Hoch, hier den Kopf. Da fehlt jetzt weitere 70 Punkte, um das Verkaufslimit, um die runden 2000 Pips einzusacken. Noch ein Wort zu Öl. Beziehungsweise Brent war eigentlich ja das schönere Umkehrkerze. Und da war ja am Wochenende auch gesagt, also hier ist jetzt erstmal aufwärts. Die Aufwärtsrichtung wird hier höchstwahrscheinlich gesucht und sollte jetzt auch die Tageskerze jetzt so bleiben, ohne dass sie jetzt hier größer nach oben auffächert. Allerdings eben der Schlusskurs über dem letzten Hoch, dann hat sich hier das als Umkehrkerze, ja, hat sich das als Umkehrkerze ergeben und man darf hier oder bestätigt und dann darf man erstmal wirklich den Weg nach oben suchen, hier etwa bis 46 US-Dollar. Eine Gary Weber noch zum Schluss. Da ist ein Ausbruch auf Tagesbasis bei 11,30 wäre für mich ein Kaufsignal mit rund Kurspotenzial von 20%. Aber auch das Setup war schon auf dem Godmode Trader und wie gesagt, im Moment habe ich erstmal wenig neue
Ausbruchsetups, höchstens eben Nachzügler wie eine Rocket Internet oder Gary Weber oder die eben schon laufen, wie auch hier eine Deutsche Post noch. Danke fürs Zuhören, bis später.